So. Okay, Dolz hat wirklich ein bisschen arg viel abgekriegt. Dafür hat Alof jetzt schon mal das Level up auf Level 12. Ja komm, steigern wir mal Alofs Wissen wieder. Todesring. Ja, Todesring ist immer schön. Beschwört einen schwarzen Ring hypnotischer Energie herauf, der sich in alle Richtungen ausbreitet und Feinden, die er berührt, Zersetzungsschaden zufügt. Jede mit geringer Ausdauer können vernichtet werden. Mhm. Genau den möchte ich. Explosion. Erzeugt eine Explosion auf dem Ziel beim Einsatz eines Zauberstabs, Stabs oder Zepter, die einen Feind im kleinen Umkreis um das Ziel herum mittleren Schaden zufügt. Ja, das wäre zum Beispiel nicht schlecht. Gehärteter Schleier. Verstärkt den Arkan Schleier des Zaubers, wodurch ein besonders hoher Bonus auf Abwehr gewährt wird. Modifiziert Arkana Schleier. Nehmen wir jetzt doch mal Explosion langsam. Ich habe Explosion die ganze Zeit vermieden zu nehmen, weil das eigentlich früher immer Alof als liebstes Hauptziel genommen hat für die Gegner. Ich hoffe mal, dass das jetzt was ändert daran, wenn ich das etwas später mache. So, Magads Gabelung ist der nächste Teil. Bei Magrads Gabelung weiß ich zum Glück, wo der Gegner ungefähr ist. Weil das letzte Mal, also das erste Mal eigentlich, als ich das Kopfgeld gemacht habe, habe ich nämlich gedacht, das wäre der Typ an der Kreuzung direkt, den ich jetzt eingesperrt habe. Oh, Ringmauer ist abgeschlossen. Gut. Dann erhöhen wir jetzt als nächstes unser Prestige. Ihr könnt auf dem Rückweg halt den Goldtal machen. Doch mal gucken, was der Händler in Goldtal, also der Schmied mir in Goldtal verkaufen kann. Interessantes. Und dort die Waffen und Rüstungen, die ich nicht brauche, verkaufen. Hier liegt tatsächlich sogar noch was rum, was ich vergessen habe einzusammeln. I'll see what I can find. Also ja. Der nächste Typ müsste hier drüben bei der Adra-Formation rumgeistern. Genau hier. Hat's.
Love. Okay, was könnte ich denn? Das. Ein Verbot könnten wir auch mal machen. So, alle auf mal was Stärkeres. Can't get a good shot with this. So, jetzt fehlt nur noch der Richteter Waldläufer. So, ein Zauberbuch für Alof. Guter Plattenpanzer, gute Feldrüstung. Ein einzigartiger Panzerbrecher für Kanna. Und noch mehr Erfahrungspunkte. So. Da ist aber nichts drin. Aber ja, Todesringstadt. Arkane Reflexion, nimm mal den Todesring rein. Yes. I'm here. So. Das war der nächste. Jetzt fehlt nur noch der in Talholz drüben. Das war ein Xaurib. Den werden wir wahrscheinlich oben im Xaurib-Lager finden. Not a sound. Der Bewohner ist tot und ich kann meine Belohnung einfordern, wenn ich Oberwärter Firk in seinen Kopf bringe. Der gerissene Zirkel wird keine unschuldigen Bürger mehr belästigen. Ich muss nur seinen Kopf zu Oberwärter Firk bringen, dann erhalte ich meine Belohnung. Ja, Iklak hat sein Lager in Talholz. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich in der Bärenhöhle eingenistet oder er ist drüben im Xaurib-Lager. Ich tippe aber mal eher auf das Xaurib-Lager. Ja. Oh, sehr viel Xaurips. Okay, wo ist mein Feuerball? You're not getting to- Warum ist der wieder auf Selbstverteidigung? Oder wird das einfach zurückgesetzt? Wenn ich die Leute nicht in der Gruppe habe. Wird wahrscheinlich zurückgesetzt. Leave it to me. Can't get a good. So, das war Iklak.
Oh, eine Elfenbeinfigur, mit der ich Lindwürmer beschwören kann. So, noch mal Erfahrungspunkte für mich. Weißt du was, die kriegt ihr der. Da kann ich 3 Waldkäfer, da ein Adrakkäfer, eine Regenfäulnis. I'm here. Ich muss ja zugeben, Schriftrollen zum Beispiel benutze ich nicht sonderlich häufig. Aber das liegt allein schon auch daran, weil ich Schriftrollen jetzt nicht so sonderlich praktisch gut finde. So, mal sehen, was es Neues aus Goldtal gibt. Hier baumeln leider immer noch die Leichen. Und hier gibt es auch nichts Neues. Bin ja froh, mittlerweile ein anderes Schild zu haben als die Speisekammertür. Hallo. Ja, ich würde gerne deine Waden sehen. Das wäre der richtig gute Ballast für Kanna eigentlich. Jede Menge Ballisten und Bögen und so weiter. Abgenutzter Faustschild bringt keinem was. Abstumpfender Gürtel, Umhang des Entzugs. Ja, die hätte ich gerne noch. Das ruft nämlich einen Adibaten herbei. Deine Dietriche nehme ich auch gerne alle noch. So. Und dann fangen wir mal an, unsere Sachen reinzuwerfen. Wir haben eine außergewöhnliche Dotterbüchse, also brauchen wir keine gute. Guter kleiner Shit, behalten wir mal einen. Wir haben den Masuk-Jagdbogen, also brauchen wir keinen guten Jagdbogen. Die ganzen Xaurib-Stäbe können weg. Die Keulen sowieso. Vor den Kriegsbögen behalte ich mal 2. Hämmer können weg. Eine Mordachs kann weg. Außergewöhnliche Panzerbrecher behalte ich auch. Gute Pistole kann weg. Guter Rapier kann eigentlich auch weg. Säbel behalten wir einen. Gutes Schwert brauchen wir gar keins eigentlich.
Schwerter können weg. Speer behalte ich einen. Stiletts können weg. Streitäxte behalte ich mal, die beiden außergewöhnlichen. Flegel behalte ich mal einen.